Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen 7 Days to Die. Mit mir spielt die Mathilde. Genau die, die kennt ihr ja schon. Hier oben müssen wir jetzt, ja, wie nennt sich das, den Steg ein bisschen erhöhen, weil die hier von unten das locker easy peasy kaputt schlagen können. Und das haben wir in der Nacht jetzt festgestellt, oder besser Mathilde hat es festgestellt, ich war ja im Keller. Und hab Männersachen gemacht. Löcher gegraben. Siehst lustig aus, voll mit deinen Dreadlocks und deinem... Jo, was gegen meinen Style oder was? Nö, sieht cool aus. Ah, warte, eine Sache müssen wir noch machen. Oh ja. Ich nehme mal an. Juhu, let's go! Wir sind ein Team, so! Auf zur Booby Trap! Ja, wir haben es ja letztes Mal gesagt und diesmal, heute machen wir's. 101 Pfeil habe ich. Ach nee, auch noch ein bisschen nebenbei. Nee, ich habe 108. Ich habe ja gerade in der Nacht ein paar verschossen. Ja, ein bisschen Holz und so habe ich noch. Mit meinem pinken Hammer, ja. Dingsbums, Axt. Und beim blauen Knüppel. Stand da gerade Adams River? Ja. Gut. Genauer gesagt... Ansel Adams River. Okay, ich bin da vorbeigelaufen, den Rest habe ich nicht gelesen. Du weißt noch, wo das war? Ja, ich habe mir das, schlau wie ich war, gestern als Punkt richtig abgespeichert. Fantastisch. Sonne geht auch auf. Was will man mehr? Was möchte man nicht mehr als frühmorgens einen Stripclub besuchen? Ja. Schön zum Frühstück erstmal in den Stripclub. Vielleicht haben sie ein gutes Buffet. Okay. Ich trinke nur. Oh, das ist schon. Gluck, gluck, gluck. Ich hab da so eine Vorahnung, gerade sind hier keine Zombies. Die sind dann alle in dem Stripclub. Schwein! Ah, ich seh's. Ah, du machst das schon. Alter! Machst du's? Das hat mich erwischt. Ich muss mich verbinden. So ein elendes Schwein, das nehme ich gleich auseinander. Mach das. Jetzt höre ich auch irgendwo einen Zombie. Naja, ich knüppel den gerade nieder. Du willst auch was? Da ist sie. Ah, da kommt noch einer. Naja. Ich laufe mal ein bisschen in deine Richtung. Jo. Ey, ey! Du! Doof, Mann! Hat er dich erwischt? Ja. Doof, Mann. Girls! Hallo? Ah, da steht diese Booby Trap. Bam, bam, bam. Oh, wir können da durchschießen. Ja. Ups, das war falsch. Ich treffe dich. Ah, ich treffe nicht. Oh, da erstens war eine Glasscheibe. Treffe aber auch komischerweise nicht. Ich hau mal die Tür auf. Hä? Oh. Nö. Das ist ein Arbeiter. Der macht uns schon mal den Weg frei. Oh, sagt der gut zusammen. Ah, auf dem Tanzsteg ist eine Mine. So, jetzt aber... Auch schon wieder nicht getroffen.
Okay, wollte schon sagen. Jetzt sackt er aber richtig zusammen. Da liegt noch einer. Treff den auch nicht. Wenn sie liegen, warum treffe ich die nicht? Das gibt's doch nicht. Hab ihn. Oh, doch, ist mehr. Da müssen ja ganz viele Pfeile stecken. Wenn er mal rauskommt. Im Fernsehen sehe ich schon mal einen. Na los, komm schon. Gut, bleib liegen. Oh! Noch einer? Oh, ein Biker, der, pass auf, der ist härter. Ups, wieder im Fernsehen getroffen. Kommt verdächtig nah, der Sack. Ich hole mal die Pfeile. Hm, ich schau mich hier nochmal ein bisschen um. Nicht, dass uns hier jemand überrascht. Upp, da zum Beispiel. Hast du was gefunden? Jo. Stand beim Klo an. Hast du? Hab ich. Gut. Dann machen wir mal die Runde fertig. Live Girls. Okay, checken wir mal die Klos. Der Hit ist es bisher nicht, du. Also Getränke habe ich ganz gut gefunden hier. Kann man die Minen auch wieder einsammeln? Ich glaube nicht. Das wäre toll. So, was versteckt sich denn auf dem Klo? Nee, kann ich nicht. Schade. Ich geh... Keiner auf dem Klo? Ich gehe da nicht näher ran. Alter, ist die hart. Die Mine, die ist ja ultra hart. Jetzt hat's Puff gemacht. Jetzt hat's Puff gemacht, genau. Da sind ja noch mehr Türen, ne? Ja, ja. Damenklo. Oder? Was ist Girls? Weiß ich nicht. Soll das Girls heißen? Girls, oh, da liegt auf jeden Girls. Fall eine nackte Stripperin. Ganz schön die Beine breit. Mann, Mann, Mann. bei mir sind auch wieder Minen. Sind doch keine Minen. Wenn Kochtopf auf dem Boden lag. Kann eine Mine sein. Ah, war hier diesmal nicht. Aber da liegt noch was auf dem Boden. Ja, Girls scheint wirklich Girls zu heißen. Das ist ein Clou. Kriegt die auch nicht, die andere Mine? Warum geht die nicht kaputt? Die eine Radkappe ist mir suspekt. Radkappen wären mir auch suspekt, wenn die auf dem Boden liegen. Oh, ein Klo. Das wahrscheinlich ist das sowieso nur der Ausgang. Du haust da noch drauf? Wir wissen, was hinter der Tür ist. Ein Ausgang. Wahrscheinlich. Aber weißt du es sicher? Kochtopf brauchen wir ja nicht mehr, oder? Kannst du zerlegen. Ja, ist ein Ausgang. Sonst hier alles durchsuchen? Ja. Dann sind wir mit Booby Trap schon fertig. Oh. Ging aber schnell. Lame. Ja, ich habe jetzt hier auch hier irgendwie mehr erwartet. Ja. Wir können ja gucken, vielleicht kommen wir noch irgendwie. Oh, huhu, das ist ja eine Falle. Oh ja, die tun echt weh. Aufs Dach kommt man bestimmt auch noch.
Oh ja, das ist... I'm hot. Kann ich nicht bestätigen. Jupp, da kommt man aufs Dach. Das ist gut. Da mal hoch, da ist auch bestimmt was. Jetzt bin ich nicht mehr hot. Ach, unten war noch ein Safe. Fällt mir gerade ein. Stimmt. Jetzt bin ich wieder hot. Den holen wir uns nochmal ins Safe. Ja. Ja, offen doch genügt. Ich kann ja mal hier die Teile auseinanderbauen. Ja, ich bin schon mal zum Safe. Oh! Pussy! Willst du gucken, wo dein Mann ist? So, die ganzen Klimaanlagen. So, gehen wir nochmal rein. Ja, ein Salz. So. Ich komme gleich, ich bin ja gleich fertig. Ja, ja, das dauert. Aber dann brauchen wir hier nicht mehr herkommen, dann haben wir hier das erledigt. Ja. Oh, hier war ein Rucksack. Eisenverstärkter Knüppel. Ach, zerlegen waren wir schon. Der Gegenstand muss repariert werden. Aber ich finde es irgendwie ganz schön, dass die Qualität... Na, wobei, ich habe mir jetzt die Qualität nicht angeschaut, aber sonst... Alpha 16 war es ja noch so, dass... immer so diese Qualität von der Zahl her abgenommen hat. Ja. Passiert ja nicht mehr. Alter, 2500, das dauert. Ach komm, wir haben schon fast die Hälfte. Ja. So kriegt man ein Safe auch auf. Einfach draufhauen. Ich wage zu bezweifeln, dass das in der Realität funktioniert. Stell dir mal vor, da ist jemand, der nimmt sich so eine Steinaxt, setzt sich vor den Tresor und haut da drauf. Geh auf, geh auf, geh auf! So. Okay. Ah, Max Durability. Okay. Na, gleich haben wir einen geknackten Safe. Yeah! Und wehe, da ist nichts Schönes drin. Ein Jagdgewehr und 20 Schuss. Jagdgewehr haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Nicht? Okay. Ja, wo wollen wir denn jetzt hin? Ups, daneben geschlagen. Daneben geschlagen. Getroffen. Ja, wir können die Straße folgen. Ja, nach Norden bin ich der schon gefolgt. Ich würde sagen, wenn, dann folgen wir ihr ein bisschen nach Süden. Nach Süden bin ich schon ein bisschen gefolgt. Da geht's ins heiße Gebiet. Weißt du? Zieh mal die Militärweste aus. Mir ist heiß, heiß, heiß. Na gut, dann. Es wird mir noch heißer. Gehen wir halt mal nach Süden. Andere Richtung, danke. Hier muss aus. Hier? Nein, egal. Wohin wolltest du jetzt? Süden? Ja, dann gehen wir nach Süden. Gehen wir nach Süden. Vielleicht finden wir ja hier irgendwie eine Stadt oder so. Oder noch ein paar Gebäude, die man looten kann. Ja, eins hatte ich da schon mal gelootet in dem Gebiet. Ah, ich bin überladen, ey. Kannst mir gar nicht so was geben. Oh, hast du ein Tier auseinandergenommen? Ja. Hier. Oder? Nee, habe ich nicht. Okay. Hast du auseinandergenommen. Oh, guck mal, da kommt wer. Knippeltime, jo. Wir können sonst auch nach Westen einfach gehen. Nach Westen ist ja was ganz Neues. Ja. Go West. Schwein. Oben links.
Ah, du Schwein! Verwirrtes Tier. So. Es wäre trotzdem toll, wenn du mir zwei Sachen abnehmen würdest. Natürlich. Brauchen wir Eisenrohre? Ja, ich habe auch welche. Gut, dann... Also eins. Hier und check. Hier. Dann okay. Habe ich zwar alles belegt, aber ich bin nicht mehr überladen und kann schneller laufen. Das ist auch gut. Am besten... haben wir schon mal ein Schwein gekillt. Oh, ein Nest. Was? Noch ein Nest. Achso. Ich habe um Mist verstanden und nicht um Nest. Mist ist ein Spiel. Mann, Mann, Mann. The Mist, oder was? Wir sind ja ganz schön hügelig. Wupp. Oh, Nest. Könnte man gut Zombies einkerkern. Apropos, da vorne rennt einer. Ein Wildschwein wäre mir lieber. Vorne rennt ein Kaninchen, vielleicht erwischt du es ja. Seh es nicht mal. Doch, da. War das Schatten? Nee, war doch ein Schatten. Du bist eigentlich schon in die Richtung vom Kaninchen gelaufen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh, da ist ein Biker. So, ein Biker-Zombie. Ah, das hast du auch gesehen. Das ist aber ein hübscher Stein hier. Nö, kein Kaninchen. Schön in den Hintern geschossen. Boah, ich schieß nur daneben, ey. Ist doch mal treffen. Hier findet man echt gute Nester mittlerweile. Ja, aber so viele Pfeile, wie man mittlerweile braucht, einfach weil man so viele Zombies tötet. Ja, muss, stimmt. Ist sinnvoll. Wenn ich daran denke, wie viel wir früher Nester gesucht haben. Ja, wir sind extra manchmal ins Schneegebiet gegangen, weil du da besser die Nester gefunden hast. Ja. Oder war es auch eine Wüste? Wüste oder verbrannt? So, wo kommt man jetzt hier auf die andere Seite? Mann, 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 das ist ja ein... Ja, ganz schön hügelig. Labyrinth! Ich weiß gar nicht, wo du angekommen bist. Da. Ich such hier gerade irgendwie einen Weg. Komm mal hier hoch. Oh. Ich bin doch kein Bergsteiger! Dann geh hier lang. Ich bin schon drauf. Ich rutsch wieder runter. Oh, Tussi. Ah, ah. Was so ein bisschen seitlich geht, das hier hoch. An so ein paar Zombies vorbei. Aber. Warst du das? Oh. Nee, meine Zombie. Alter, komm ich nicht mehr hoch. Wildschwein! Oink, oink. Ja, komm her. Oh, du kriegst mal ein Wildschwein, nicht? Du kriegst ja Mr. Bass.
Aua. Nimm Mr. Bass. Nimm das. Alter, er bestimmt mich nochmal. Ich glaube, du spinnst, mein Freund. Ups, Steinpfeil erstmal einsammeln. Hast du es hochgeschafft? Ich bin schon wieder unten. Wo wolltest du hin? Westen, ne? Westen. Ach, siehst du, hier musste ich ja gar nicht hoch. Hier konnte man einfach so durchlaufen. Oh, hier geht's echt runter. Uiuiui. Ja? Tödliche Strahlung, Alter. Tödliche Strahlung? Ja. Du läufst gerade auf die Strahlung zu. Ich versuch's nochmal auf der anderen Seite, aber da war gerade ein Bereich tödliche Strahlung. Oh, vielleicht ist das der Rand der Map. Ich weiß es nicht. Es scheint so, dass es hier wirklich der Rand der Map ist. Dann haben sie jetzt getrickst, indem sie gesagt haben, tödliche Strahlung. Aber ich laufe hier nicht in tödliche Strahlung rein. Ja, ich hab's wieder. Oh, ich auch. Jetzt wird nicht besser. Gut. Schnell nach Osten. Ich glaube, das ist dann der Rand der Map. Ja. Wir haben das Ende der Welt entdeckt. Gut, dann Richtung Norden. Ja. Schlimme ist, das hat mich jetzt zweimal richtig gefickt. Also, ich habe jetzt 20 Lebenspunkte, glaube ich, verloren durch die Strahlung. Ja. Habe ich was zu essen gefunden? Nee, ne? Battle of Acid habe ich gefunden. Lecker. Oh, das ist gar nicht mal schlecht, weil damit kann man dann später auch Reifen herstellen. Super. Ich kann es aber nicht essen, weil mich nicht heilen damit. Nein. Ach, ja, da war Nest. Halt, hier, Nest. Oh, hallo, Kaninchen. Robert! Robert! Auf dich weg! Ich will dich knüppeln! Das arme Kaninchen, ich will dich knüppeln! Ha! Ich hab ein Kaninchen getötet! Und es hat mir neuen Fleisch gegeben. Ach, vor uns ist ein Weg und ein Haus. Ja. Das sieht aber schon ganz schön... Es ist ein großes Haus. Ja, und es ist sehr am Rand, ne? Hm. Oh, guck mal. Hier ist so ein Road Closed Sign. Caution, High Radiation Area. Ja, toll, danke für die Info. Willst auch mal sehen, warte. Schon 15 Uhr, ne? 16 Uhr. What? Ja, danke für die Info. Das heißt, wir haben echt nur noch Zeit, uns das Häuschen hier anzuschauen und wieder zurückzugehen. Ja. Okay. Aber ich hoffe, dass das die Map nicht so klein ist, also... Also durch die Haupttür kommt man schon mal nicht durch rein. Doch klar mit... Oh, nee, doch nicht. Hier sieht's besser aus. Sieht auch wieder so gefährlich vermint aus, das Haus. Mhm. Hi, Kumpel. Da ist aber noch was, glaube ich. Achso, jetzt haben wir ihn. Jetzt kann er laufen. Ja, ich bin hot, ich weiß es nicht. Also bist du hot? Achso, wahrscheinlich hast du andere Kleidung als ich, das kann natürlich sein. Schön einen auf die 12 gegeben. Mal gucken, was hier noch so... Hier ist schon mal ein Schrank.
Jetzt glaube ich mal, da kommt gleich einer raus. Nee, doch nicht. Okay, ist kein Zombie hier. Jetzt mitgerechnet. Oh, da hinten sind zwei. Oh, die können wir anlocken, dann sollen sie in den Stacheldraht laufen. Ja. Ah, oh, du bist im Weg. Mach mal, da sind mehrere. Hier aufstehen. Wuhu. Ah, oh, die versuchen, um rumzulaufen. Ah, da sind auch Stacheln. Und ein Loch. Weiß bloß nicht, wo der Keller ist. Ja, sie kommen drumherum. Ja, nee, einer fällt. Der hüpft sogar, Schwanz. Lauf in die Stacheln. Also zwei haben sich durch die Stacheln getötet. Aber jetzt haben wir oben, glaube ich, welche geweckt. Das Haus ist ja total zombieverseucht. Ja, die haben ja versucht abzuwehren, ne? Oh, da kommt noch mehr. So. Fake-Glasscheibe oder ist das eine richtige Glasscheibe? Ne, es ist Holz. Ah, dahinter ist ein versteckter Raum, glaube ich. Cool. Oh, was zu essen. Ah, so versteckt ist der Raum dann doch nicht, aber bringt ja nichts. Um wie viel Uhr wollen wir uns nicht spätestens auf dem Heimweg? Boah, ich weiß auch nicht, du. Ich glaube, das Haus ist eine reine Falle, also so richtig geilen Loot. Nein, es gibt noch eine Etage höher. Was ist das denn für ein Schrank? Geht ja gar nicht kaputt bei einem Schlag. Wow! Kommt hier näher. Oh! Die kommt von oben. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Und eine von hinten. Die, das hole ich mir, die Krankenschwester. Aua! Blödmann. Oh, und noch ein dicker. Sind von hinten irgendwo reingekommen, die Schweine. Also mit 20 gehen wir. Ach, hier ist der Ausgang. Der lebt immer noch.
Ah, ich habe den Eingang in den Keller gefunden. Ah, cool. Versuche mich hier oben irgendwie durchzukämpfen. Trinke Flüssigkeit, dann mach das doch. Klar, es braucht kein Mensch, raus damit. Ich würde sagen, wir machen uns auf dem Heimweg. Scheiße, ich habe keinen Stein. Ja, komm, hauen wir ab. Scheiße, wo ist der Ausgang? Okay. Ist hier nicht irgendwie los? Ja. Richtung Küche. Ah, ich habe einen Ausgang. Okay. Hast du was Tolles gefunden? Nö, ein bisschen was zu futtern. Hm. Hat man zu Hause noch einen Compoundbogen? Kann sein. Also auf jeden Fall in dem in Häkchen Ersatzhaus. Weil meiner hält nicht mehr so viel aus. Ja. Also das war eher eine Trap als eine Falle als der Booby Trap. Ja. Der Booby Trap war wirklich enttäuschend. Immer noch. Ist jetzt tot? Gut. Oder haben wir vielleicht so ein Reparaturkit? Ich glaube, Reparaturkits haben wir tatsächlich. Dann kann ich damit vielleicht den reparieren. Kann auch sein, dass du dafür geschmiedetes Eisen brauchst. Ich weiß gar nicht, was man für den... Naja, ich ist eigentlich eine Waffe. Also früher hättest du so ein Repair-Kit gebraucht. Naja. Jetzt bin ich überladen. Warum? Stein. Egal, komm. Ansonsten pack das Fleisch hier in den Müllhaufen. Ich hab auch Fleisch. Dann kriegst du da Fleisch, Fett und Knochen. Und jo. Hinter dir ist einer, pass auf. Ups. Oh, danke. Nimm noch überladen, warum das denn? Ey, jetzt trifft er mich auch noch. Zack, Naht. Brauche ich hier einfach drei Pfeile und gut ist du. So, wir müssen uns eilen. Ja. So, jetzt kann ich Turbo geben. Ach du Scheiße. Ist auch noch mal hier den Fong. Das wird doch ein bisschen eng. Das wird sehr eng. Lass mal Zombies Zombies sein, die holen uns gleich ein. Ja. Ich hab doch Bier. Wollen wir müssen... Ah, Wolf! Ich trink mal ein Bier. Scheiße, ich verblute, Hilfe! Oh, 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 oh. Oh, schnell verbinden, schnell verbinden. Okay, dann brauchst du meine Hilfe nicht mehr. Oh! Ich würde ihn jetzt noch gern zerlegen, aber... Wir müssen einmal über den Fluss, ich würde es lassen. Ja. Lass mal. Ich habe noch 4 Lebenspunkte. Ja, ich habe 34. Und bin angetrunken. Das ist schön. Okay, das Bier ist weg, das heißt, jetzt verlieren wir wieder Ausdauer. Ich renn mal zur Brücke, ich will nicht schwimmen. Ja, da renn ich auch hin. Ah, und ich brauch gleich ein paar Frames, ne? Jetzt kommen wir nicht hoch. Ich hab Frames. So, und weiter. Ah, ich hab schon wieder 2 Freunde. Jetzt bin ich überladen. Ah, wir tauschen. Das dahin. Upsala. Und schmeiß die Knochen weg. Zack. So, weiter. So, zwischendurch mal was trinken. Das Schlimme ist, jeder Zombie, den ich jetzt sehe, der holt mich gleich ein. Ich bin gleich bei der Brücke. Bin hinter dir.
sehe schon unser Haus. Ich muss auch Ausdauer. Noch 8 Minuten. Das schaffen wir nicht. Solange uns kein Zombie erwischt, ist das gut. Naja, ich weiß nicht, ob zwischen der Brücke und dem Haus noch ein Zombie ist. Offenbar. Weil die sehen uns ja, oder die kriegen uns auf jeden Fall. Ihre so, Zeit. Jetzt wird's spannend. Ja, ich gehe schon mal zur Schrotflinte. Schrotflinte ist nicht geladen. Kann ich sie nicht laden? Ach, jetzt wird mir hot. Ernsthaft? Und ich sehe gerade nichts. Ich auch nicht. Gut, dass das Haus markiert ist. Leuchtet. Ich leuchte auch. So, ich hol schon mal meine Frames raus. Ich bin vor dir da. Na gut. Tschupp. Tschupp. Juhu. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Das hätte auch schnell nach hinten losgehen können. Aber ganz massiv. Ich brauche was zum Verbinden. Oder Schmerzmittel. Irgendwas. Schmerzmittel. Müssen wir haben. Ham. Schmerzmittel. Ham, ham. Schon besser. Ich esse erstmal was. So, wir haben es überlebt. Ich glaube, am nächsten Tag gucken wir uns das Gebäude nochmal an, oder? Das können wir machen. Das war eigentlich schon ganz cool, das Gebäude. Genau. Gut, also wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch mal gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Würde uns sehr freuen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.